So, schönen guten Tag von It's Learning. Mein Name ist Brian Gallagher und es freut mich, dass Sie sind hier heute, dass wir haben diese Webinar heute. Das ist ein Teil von unserer deutschlandweiten Webinar-Reihe. Und das Thema heute ist der Rich Content Editor, der Rich Text Editor. Wie gesagt, mein Name ist Brian Gallagher. Ich kenne einige von Ihnen. Ich sehe die Liste von Namen und einige von Ihnen kenne ich ganz gut. Aber bevor wir wirklich starten, ich wollte kurz fragen, ob Sie können also erstmal mich hören und sehen. Das wäre gut zu hören. Also wenn Sie mich hören und sehen können, gerne den Hand hochheben in den GoTo-Webinar-Bereich oder etwas schreiben in den Fragenbereich. Ja, super, ich sehe den Feedback, danke. Und dann auch gerne, wenn Sie wollen, freiwillig natürlich, in den Fragenbereich von GoTo-Webinar oder den Chatbereich gerne sagen, von wo Sie kommen, also welche Bundesland vielleicht oder welcher Schultyp wäre auch gut zu sehen. Ich sehe ein paar Leute hier, die ich kenne von Berlin, von Grundschulen. Ich sehe auch ein paar andere Namen von anderen Bundesländern. Niedersachsen sehe ich. Also gerne, wenn Sie wollen, in den Chatbereich oder in den Fragenbereich, das schreiben. Ich würde es natürlich vorlesen. Jemand von Bremen, super. Und auch, wie gesagt, welcher Schultyp. Das wäre auch interessant, also Grundschule oder etwas anderes, sagen wir, oder berufsbildende Schule zum Beispiel, das wäre interessant zu wissen. Falls nicht, ist auch okay. Wie gesagt, unsere super berufsbildende Schule, super. Also unser Thema für heute ist Enriched Content Editor oder Rich Text Editor, heißt es, in It's Learning. Und wir werden eigentlich die nächste halbe Stunde, vielleicht nicht die ganze halbe Stunde brauchen, also ein bisschen, nicht ein bisschen, wir werden tief reingehen in die verschiedene Tools, die der Rich Text Editor anbietet. Das ist eigentlich unser Thema für heute. Und jede Zeit, heute, wenn Sie Fragen haben, gerne stellen. Aber eigentlich, ich würde Ihnen ein paar Beispiele zeigen, also was ich mit dem Rich Text Editor gemacht habe. Und dann, ich werde Ihnen zeigen, also the magic behind the curtain, also ich würde Ihnen zeigen, auch wie ich das gemacht habe. Wie Sie vielleicht wissen, heute ist dieser Webinar ist aufgezeichnet und wird auf unserem YouTube-Kanal sein, wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Also gerne, Sie können das weiterleiten an eine Kollege oder Kollegin oder auch natürlich an das ganze Kollegium zeigen, falls Sie Fragen haben. Auch den großen Hinweis, bevor wir wirklich vorwärts gehen heute. Ich mache alles heute auf einer Demo-Seite und auf dieser Demo-Seite haben wir alle die Optionen angeschaltet. Also es könnte sein, auf Ihrer Seite einige Sachen, die ich zeige, sind nicht angeschaltet. Ins Prinzip, es gibt ein Ding, das ich vermute, bei keinem ist angeschaltet oder ganz wenig ist angeschaltet. Wenn Sie wollen, was angeschaltet haben, Sie müssen an Ihr Schuladmin melden und Ihr Schuladmin kann an uns melden durch unser Key Account Manager. Und Ihr Schuladmins wissen genau, wie die das machen. Einige Sachen sind kostenlos, einige Sachen kosten was. Aber wie gesagt, 90% von den Sachen, die wir heute sehen, sind alle kostenlos. Die sind aktiv auf alle von Ihren Seiten, können Sie alle auch gleich ausprobieren. Normalerweise, wenn wir machen eine Schulung vor Ort oder online, wir gehen so Schritt für Schritt und dann Sie kriegen Arbeitszeit, das auszuprobieren und es ist ein bisschen langsam. Heute ist es wirklich ein bisschen schneller. Ich wollte Ihnen also Sachen zeigen, damit Sie sehen diese Beispiele und wissen, was da ist, die Möglichkeiten. Aber nicht wirklich so Schritt für Schritt mit Arbeitspausen. Aber ja. Also wie gesagt, unser Thema heute ist der Rich Text Editor. Ich werde Ihnen erstmal einige Beispiele zeigen und dann ich werde Ihnen auch zeigen, wo in It's Learning wir finden den Rich Text Editor. Es ist wirklich überall, viele verschiedene Tools und Bereiche. Und ja, wie gesagt, jederzeit Fragen gerne stellen in den Chatbereich. Gut, ich würde jetzt meine Kamera ausschalten, damit alles ein bisschen größer, aber natürlich, ich bin immer noch dabei. Und ja, wie Sie vielleicht vermuten, ich bin schon in einem Kurs, in einem Plan. Und das ist der Lehrerübersicht von dem Plan. Ich gehe kurz zurück zu meinem Kurs. Also das kennen Sie, wie ein Kurs aussieht in einer Schule. In meinem Fall, ich arbeite hier in diesem Pläne-Bereich. Ich habe einen neuen Plan erstellt, der heißt Rich Text Editor. Natürlich, das ist kein Unterricht für Kinder, aber für uns also für Sie als Lehrkraft, also Nutzer von It's Learning. Und ich öffne dann den Rich Text Editor Bereich, also den Planbereich hier. Wie Sie schon wissen, auf der linken Seite ist, was ist mit dem Plan, also die Datum und was noch. Und auf der rechten Seite ist erstmal die Beschreibung und die verschiedenen Ressourcen und Aktivitäten habe ich hier. Ich wollte das aber machen erstmal von der Schule. Wir fangen dann mit der Lehrkraftübersicht. Also ich bin hier eingeloggt als Lehrer. Und das erste Ding,
kennen viele von Ihnen, wie man einen Video, host wahrscheinlich ein YouTube-Video, aber nicht immer, also ein Video einbettet. Das habe ich hier in den Seitenelement gemacht. Also ich öffne dieses Seitenelement. Wahrscheinlich Sie kennen Seitenelements. Das ist ein Video von YouTube, das ich habe eingebettet. Ich werde gerade auf Play klicken, wie Sie gerade sehen werden. Es kommt für uns ohne Werbung. Und auch, ich kann es natürlich Vollbildschirm machen. Ich würde es gleich nach der ersten paar Sekunden muten und dann ich würde es groß machen, damit es sich nicht zu laut für Sie. Also ich klicke auf Play. Damit Sie Es schönen geht und los. Sie hören ansprechende den Arbeitsplätze. Ton. Ich schalte den Ton aus, wie gesagt. Ich mache das Ding größer und wir können natürlich das ganze Ding Schritt für Schritt jetzt Vollschirm sehen. Natürlich, jetzt geht es nicht auf meinen Rechner, aber es funktioniert normalerweise. Diese Video heute, irgendwas ist mit denen. Also, aber dort sollte es funktionieren. Ich habe eine andere, die wir können später sehen. Wir werden lernen, wie wir sowas machen, also so ein YouTube-Video einbetten. Es geht auch von Videos von Vimeo oder andere von Ihnen haben Zugang zu anderen Videobibliotheken, kann man auch einbetten mit dem Rich Text Editor. Könnte auch ein Spiel einbetten. In diesem Fall, ich habe etwas von einer interaktive Site von Biologie und Physik-Sachen. Ich verstehe den pH-Skala gar nicht, aber ich kann darauf klicken und es öffnet sich. Und wie Sie sehen, ich kann diese Wasserhahne anmachen und was noch, Tropfen oder andere Sachen an- und ausschalten und bewegen und Sachen machen. Ich bin kein Experte mit diesem Thema, aber wie Sie sehen, es funktioniert und solche Sachen kann man einbetten. Typische Lehrkräfte machen solche Einbetten mit Sachen von GeoGebra für Mathe oder von Learning Apps oder auch Quizlet, Padlet geht auch. Und solche Sachen kann man einbetten. Das lernen wir auch heute. Kann natürlich alles mit Text machen. Also das ist ein Notizelement auf It's Learning. Und ich habe diese verschiedenen Schriftarten. Auch mit Farbe kann ich arbeiten. Das werden wir auch kurz anschauen, wie das geht. Könnte auch eine Diskussionsforum erstellen mit, wo wir machen alles mit Audioaufzeichnungen. Jetzt zeige ich Ihnen von der Schülerübersicht, dass ich wechsle, vielleicht Sie kennen das, ich wechsle von der Lehrkraft zur Schülerseite und ich öffne diese Diskussionsforum. Da ist das diese mündliche Diskussion für kleine Kinder zum Beispiel und ich habe hier die Anweisungen, also klick auf Play. Liebe Klasse 2b, heute nutzen wir diese Tool of It's Learning, eine Und Diskussions. es geht natürlich weiter von dort. Sie müssen das nicht alles hören. Aber die Kinder können natürlich auf den Beitrag hinzufügen klicken und ihren Namen hierauf schreiben. Also unser erstes Kind ist Ralph. Und er könnte einen Audio aufzeichnen mit dem Rich Content Editor machen. Ich mache das gerade jetzt. Wie gesagt, ich würde Ihnen später alle diese Tools zeigen, aber ich zeige Ihnen, wie das geht für die Schüler. Also wir klicken auf den kleinen Mikro-Ton aufnehmen und manchmal, ich muss den Zugang geben zu einem Browser, das habe ich hier schon gemacht. Also klicke auf Aufzeichnen, dann Countdown läuft und dann ich quatsche. Also natürlich, wenn ich diese Aufgaben machen würde, ich würde die richtige Antwort hier stellen. Diese Audioaufzeichnung muss mindestens 11 Sekunden lang sein. Nach der 11. Sekunde kann ich plötzlich auf Ende klicken. Und natürlich ist es immer gut, wenn die Kinder also das natürlich machen könnten, falls sie Geräte haben und natürlich den Datei dann umbenennen. Also das ist eine Aufzeichnung von Ralph oder sowas und das Speichern. Und wenn die Kinder das speichern, dann hier sehen die eigentlich den Audioaufzeichnung von Ralph. Und wir können das natürlich zuhören. Mache ich gleich jetzt. Irgendwie, es braucht ein paar Minuten, damit es live ist. Aber der nächste Kind könnte hier eine Antwort machen mit dem Ton. Ich könnte auch den gleichen Tool nutzen, einen Video oder Audiodatei zu hochladen. Also hier ist ein Video, das ich hochgeladen habe. Und das geht hier los. Dieses Video hat keinen Ton, aber man kann sowas hochladen. Ich schlüpfe wieder zurück zu den Lehrerübersicht. Noch ein paar Tools Ihnen zu zeigen und dann wir lernen, wie wir haben alles gemacht. Ups, sorry, falscher Klick. Schlüpfe wieder in der Lehrkraftrolle. Und eine coole Sache auf dem Rich Text Editor ist diese Plugin für Barrierefreiheit. Also wir reden darüber nicht so oft, über Barrierefreiheit,
Aber es ist etwas, das Office Learning ist da und eingebettet und wir können es natürlich nutzen. Es gibt viele Tools mit diesem Thema Barrierefreiheit, aber eine davon, wenn ich ein bisschen Text hier rein tippen würde, ich könnte dieses kleine Symbol hier aktivieren und dann es hier unten es sagt, okay, die haben meine Dokument gelesen und es gibt keine Probleme, zum Beispiel, wenn jemand einen Bildschirmleser nutzt. Ich würde Ihnen gleich zeigen, also wie das funktioniert, auch wie wir das anschalten können und was wäre passieren, falls ein Problem gab. Diese nächste Tool hier, ich vermute, wenig von Ihnen nutzen das, aber man kann auch durch den Rich Text Editor einen Teams-Meeting erstellen. Und dann, ich könnte darauf klicken und es öffnet sich gerade in Teams, mache ich nicht gleich jetzt. Aber das kann man auch machen, wenn man hat es aktiv auf die Seite. Wie gesagt, diese Tool hier, ich vermute, wirklich wenig von Ihnen haben das angeschaltet, weil keiner von Ihnen oder wenig von Ihnen nutzen Teams. Das weiß ich, aber meine Rolle heute Ihnen ist alles zu zeigen, nicht zu entscheiden, was Sie nutzen oder nicht nutzen. Ich habe auch hier eine Tabelle erstellt. Der werden wir auch sehen. In diesem Fall, diese Tabelle hat keine Rahmen. Das kann ich Ihnen natürlich auch zeigen. Und ich habe ein Video hier wieder eingebunden von YouTube. Den Ton natürlich geht jetzt. Ich habe auch ein Foto hier erstellt oder einen Link erstellt. Ich habe auch diese Foto als Link gesetzt. Also wenn ich klicke auf den Foto, es öffnet sich zu dem Link, wo ich möchte, dass die Kinder hingehen würden. Ich könnte auch auf den Textlink klicken. Bevor ich das mache, die Links sind dann genau das gleiche. Also ich klicke wieder auf das Text ist Link und wir gehen zu dem gleichen Ort. Also das war so ganz schnell eine Menge von Optionen. Und ich zeige Ihnen jetzt Schritt für Schritt, wie wir das alles machen. Und dann als letztes, ich zeige Ihnen, wo wir das alles machen können. Ich arbeite heute erstmal in einer Notiz. Das ist eine ganz beliebte Tool, das ich vermute, ist wenig genutzt. Ist ein bisschen versteckt natürlich. Ich muss auf alle Anzeigen klicken und da ich finde diese Notiz. Das öffne ich jetzt. Und wenn wir besprechen diese Rich Text Editor, wir besprechen über diese zwei Reihen hier. Und ich mache das ein bisschen anders, damit es ja so aussieht. Und diese erste Reihe, das kennen Sie wahrscheinlich von Word oder solche andere Programme. Wenn ich hier etwas schreibe, das Haus ist blau, korrekt buchstabiert, kann ich natürlich den Schriftart ändern. Oder auch wir haben neue Schrifte hier mit dieser Kursiv. Es ist super klein, ich kann es natürlich größer machen. Könnte natürlich mehrere Sätze da haben. Keine Ahnung. Das Kind ist groß oder sowas, könnte man auch machen. Und ich könnte natürlich auch mehrere Schriftarten in dem gleichen Dokument haben. Das alles geht. Auch wie Sie schon vermuten, also in Kursiv oder untergestrichen geht auch. Farben kann man ändern, kennen Sie wahrscheinlich. Auch den Hintergrundfarbe kennen Sie auch wahrscheinlich. Können den ganzen Text in der Mitte setzen oder natürlich eine Linie auf der Seite setzen. Also viele Möglichkeiten gibt es. Ich könnte auch den ganzen Text als eine Liste oder Tabelle, Liste oder mit Zahlen oder ohne Zahlen haben. Das geht auch. Also es gibt viele Möglichkeiten für diese erste Reihe. Und das kennen Sie wahrscheinlich schon von Word, wie gesagt. Diese Schrift hier, kann ich auch kurz sagen, das ist neu zu It's Learning, letzte zwei, drei Monate. Es könnte sein, der ist nicht aktiv auf Ihrer Seite. Also das können Sie gerne an den Key Account Manager wenden, also an Ihr Schuladmin wenden und dann an den Key Account Manager wenden, wenn Sie das haben möchten. Es waren drei Schrifts, das wir haben alle in einen Update gemacht. Das sind diese diese Schulausgangsschrift und dann auch diese unlinierte Version. Die drei kamen auch in alle in der gleiche Update vor zwei, drei Monate, denke ich. Und das kann man natürlich haben. Gut, ich gebe diese Notiz einen Titel, nur dass es hat was und ich kann das natürlich speichern. Und da ist es. Also das kennen Sie wahrscheinlich. Wir gehen aber den nächsten Schritt weiter und ich zeige Ihnen die nächste paar Tools von den Rich Text Editor. Und zwar, das mache ich in einem Seitenelement.
Ich mache das hier nur, weil es leicht ist für mich. Geht natürlich in andere Orte. Wie Sie schon vermuten oder wissen, vielleicht in den Inhaltsblock habe ich diese Rich Content. Rich Content und Rich Text, die sind das gleiche Ding, andere Wörter, aber den gleichen Tool. Ich klicke darauf und hier ich bekomme diese Block, die ich habe in den Seitenelement. Wir sehen genau den gleichen Tool, den Rich Text Editor ist da. Und wir gehen durch diese zweite Reihe hier. Ich würde zwei, drei Tools überspringen, aber die meisten erkläre ich Ihnen. Ich fange aber an auf der rechten Seite, also ganz, ganz hinten hier. Und dann wir gehen zurück in diese Richtung und dann am Ende die hier auf die Seite. Weil ich wollte Ihnen erstmal highlighten, diese Barrierefreiheit-Tool, das ich habe Ihnen ganz kurz gezeigt. Also ich gehe hier zu dieser anderen Seite, diese von der Tagesschau. Und ich will, dass das einfach copy und paste auf meine Seitenelement. Also ich wähle es auf der Seite, ich kopiere es. Super, ich wechsle zurück zu It's Learning. Und wie Sie schon vermuten, Steuerung V, dort ist es. Und wie wir auch sehen, den Formatisierung ist auch mitgekommen. Wenn ich auf OK klicke, da ist es. Sieht ein bisschen groß aus, aber es ist da. Leider aber für jemanden, der nutzt ein Screenreader, es könnte sein, dass es ein bisschen schwierig zu lesen. Könnte sein. Um das zu überprüfen, ich klicke auf dieses kleine Symbol hier, diese Barrierefreiheit. In diesem Fall sagt, nee, alles ist gut dort, kein Probleme. Aber falls es sagt, es gab Probleme, was ich machen könnte, könnte den ganzen Text jetzt weghaben. Und hier, es gibt diese Tool hier, wo ich kann eine saubere Einfüge, also Klartext einfügen, heißt es. Wenn ich das auswähle, sagt, dass ich soll ein paar andere Tasten nutzen, nicht Steuerung V, sondern auch in meinem Fall den Steuerung Shift V. Und jetzt ist der Text da, ohne den Formatisierung. Geht auch, wenn es kommt von Word, hier mit diesem kleinen Word-Symbol, als Word einfügen oder auch etwas einfach einfügen. Also diese Klartext ist diese mittlere Taste. Und oft, wir copy-pasten Sachen von anderen Ressourcen, also Word-Dokumente oder PowerPoint oder PDF oder wie auch immer. Und wir wollen das in unsere It's Learning einfügen. Wenn wir nutzen diese Klartext, dann ist alles, alle die Formatisierung ist weg. Und wir können dann alles machen, wie wir wollen. Also jetzt, ich möchte, diese Text ist kursiv geschrieben oder ich möchte, dass die Buchstaben sind grau zum Beispiel, könnte ich machen. Also das war wieder diese Barrierefreiheit ein bisschen, obwohl ich habe keinen Fehler gefunden und auch diese Klartext einfügen. Ich gehe zu dem nächsten Tool und zwar, jetzt fangen wir auf der linken Seite an. Wir überspringen diese Pfanne, aber wir gehen zu den Verlinkungskabel. Viele Schulen nutzen das, um zu sagen, dass sie wollen, die Schüler gehen irgendwo auf den Internet. Zum Beispiel, diese Tagesschau-Seite ist etwas über, was war das? China im Welthandel. China im Welthandel-Artikel. Und ich könnte es einfach auswählen. Und dann auf den kleinen Verlinkungskabel klicken. Und hier brauche ich den URL, also den Link. Das muss ich hier kopieren. Also ich gehe zurück zu der Tagesschau-Seite und ich kopiere den Link hier oben, Steuerung C. Zurück zu der It's Learning-Seite. Und das ist schon da, Steuerung V. OK klicken. Und jetzt sind diese Wörter ein Link. Wenn ich auf OK klicken würde, klicke auf die Wörter, es öffnet sich jetzt wieder in der gleichen Seite nochmal, aber so macht es. Ich wiederhole das, gehe zurück zu die Seitenelement, Inhaltsblock hinzufügen, Rich Content. Dieses Mal, ich schreibe einfach Demo, 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 ist ein bisschen schneller. Und ich will, dass der mittlere Wort Demo ist ein Link. Also ich muss es erstmal highlighten oder wählen. Und dann ich klicke auf den kleinen Verlinkungskabel dort, Steuerung V in den URL und da ist der Link da. Nächste Tool für jetzt. Ist denn, und ich weiß, wir haben nur 10 Minuten. Also nächste Tool ist diese Tabelle. Klick auf die Tabelle und ich kann die Einstellung von der Tabelle hier einrichten. Ein Beispiel, das ich Ihnen kurz gezeigt habe, hat keine Rahmen. Also das habe ich auf 0 gesessen, aber ich setze es wieder auf 1. Und hier, ich habe meine Tabelle. Natürlich kann ich etwas hier schreiben. So in die verschiedenen Felder. Könnte auch natürlich was in einem Feld ändern oder auch hier das als Link setzen, wie Sie vermuten, alles geht.
sind kleine Emojis gleich daneben, kennen Sie wahrscheinlich, ganz leicht zu nutzen. Ich setze ein Emoji in die Tabelle, geht auch natürlich. Falls ich möchte etwas mit die Tabelle später ändern, ich mache den Zwei-Finger-Klick und dort kann ich die Tabelleneigenschaften finden und alle die verschiedenen Optionen ändern. Ich kann das auch eine Überschrift geben. Und dann es hat einen Titel für den Feld zum Beispiel. Kann den ganzen Ding löschen, die Zeile ändern. Also es gibt Optionen. Könnte auch Inhaltsübersicht schreiben. Also es gibt Möglichkeiten. Also das war ganz kurz diese Tabelle und auch den Emoji. Der nächste Tool hier ist dieser Baumlink. Ist ein Ordner mit einem kleinen Verlinkungskabel da rein. Das bedeutet, ich will, dass die Kinder hier drauf klicken und gehen irgendwo in It's Learning. Zum Beispiel mach diese, oh, sorry. Mach diese Aufgabe. Klick auf das Wort Aufgabe. Also ich wähle den Wort Aufgabe, klick auf den kleinen Ordner mit dem Verlinkungskabel und ich suche in meinem Kurs, sagen wir, das ist eine Aufgabe, es ist nicht wirklich, aber ich wähle den und hinzufügen. Und jetzt, wenn die Kinder klicken auf das Wort Aufgabe, es geht gerade zu dieser Aufgabe, diese Teams-Chat-Aufgabe. Also ich gehe zurück, das war dieser Ordner mit dem Verlinkungskabel da rein. Ich zeige Ihnen das wieder hier. Das war dieses kleine Symbol hier mit dem Ordner, mit dem kleinen Verlinkungskabel. Und das ist super, wenn Sie haben zum Beispiel ein Seitenelement und die Kinder sollen was lesen und dann sie wollen, sollen weitergehen zu einem Arbeitsauftrag oder einer Aufgabe oder wie auch immer. Den Globus überspringe ich auch. Hier kann ich ein Bild hinzufügen, ganz beliebte Tool hier vom Computer hinzufügen. Ich muss etwas natürlich auswählen. Ich habe ein paar Fotos da. Die sind immer riesig groß. Wenn ich klicke darauf und auf den schwarzen Box in die Ecke, kann ich Drag und Drop den Bildchen ein bisschen kleiner machen. Ich sage immer an dieser Stelle, It's Learning ist kein Adobe Photoshop. Also ich kann nicht super viel mit den Bildern machen, aber ich kann groß und klein und in der Mitte setzen und was auch immer. Ich kann auch den Zwei-Finger-Klick hier machen und den Bildeigenschaften angucken. Und zum Beispiel die Breite und Höhe ändern. Könnte auch eine Überschrift geben, aber ich wollte das highlighten hier, diese alternative Text. Das ist für jemanden, der nutzt einen Bildschirmleser. Und ich könnte sagen, das ist ein Bild von einem Doktor, wie heißt das, eine First Aid Box. First Aid Box, ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch, aber das ist egal. Kann ich jetzt das klicken. Und jetzt jemand, der nutzt einen Screenreader oder einen Bildschirmleser, weiß, was das ist, weil es wird es vorlesen. Also das war dann Foto einfügen oder Bilder einfügen. Gleich daneben ist ein kleines Mikro und eine Kamera. Habe ich Ihnen kurz schon gezeigt. Das Mikro und Kamera kann man etwas aufzeichnen, entweder Audio oder Video. Könnte auch etwas hochladen von meinem Rechner, falls ich ein Lied oder sowas schon habe, kann ich das hochladen. Diese Aufzeichnungen müssen mindestens 11 Sekunden lang sein und dann die sind da gespeichert. Gleich daneben ist ein kleiner Mathe-Editor-Tool. Der finde ich echt super. Man kann viele Sachen hier, Notizen mit Mathe, plus 4, aber es ist keine Rechner. Also es macht die Mathe gar nicht, aber ich kann die Sachen hier reintippen. Es gibt auch die so Advanced-Tools, die ich gar nicht verstehe, aber die sind alle da. Und man kann wirklich viele Sachen mit diesem Ding machen, auch diese komischen Buchstaben. Man kann viele Sachen hier reintippen mit dem Mathe-Editor. Es gibt auch eine Anleitung für den Mathe-Editor. Es kann eine Schriftart hier ändern, denn Anleitung ist irgendwo anders, das weiß ich ja. Ja, Sie müssen auf das Wort, den Mathe, sorry, das habe ich super schnell gemacht. Klicken wir auf den iMath EQ und das öffnet sich zu den Anleitungen für das. Diese Version ist auf Englisch, aber es gibt eine deutsche Version, ich weiß. Gut. Nächste Tool für heute. Video einfügen. Ich vermute, viele von Ihnen kennen das schon. Hier können wir ein YouTube-Video oder Vimeo-Video oder sowas einfügen. Ich weiß auch, dass für einige Kunden, die dürfen YouTube nicht nutzen, aber in diesem Fall sagen wir ja. Also ich wähle den URL von YouTube.
gehe zurück zu Mids Learning, brauche den Kreis hier mit dem Strich dadurch, mit den zwei Pfeilen, klicke darauf, kann ein Video hier einfügen. Hier unten, ich kann ein Preview sehen, also klicke auf Play und es geht, in diesem Fall irgendwie nicht, und einfügen. Ich vermute, der Video geht gar nicht, aber mal sehen, nee, er geht. Wir nutzen Energie. Und wie Sie schon wissen, den Vollbildschirm funktioniert auch. Jetzt geht's. Vorher ging es nicht. Keine Ahnung warum. Gut. Wir haben noch zwei, drei Tools und wir haben noch 5 Minuten. Also wir schaffen es. Für diejenigen, die Teams nutzen, man kann dem Beispiel von früher diese kleine Teams-Symbol da haben und einen Teams-Chat oder Teams-Video-Chat hier erstellen. Das geht. Geht auch mit Google Meet, falls man das nutzt. Bei dieser kleinen Puzzle-Ding hier, es gibt eine Menge von Sachen, die man einbetten kann, verlinken kann. Zum Beispiel den EduPool-Bibliothek. Es gibt auch andere Sachen, Mediatheke, dass man hier einbetten kann. Diese Sachen sind Sachen, die Ihr Schuladmin muss anschalten, falls sie nicht angeschaltet sind bei Sie oder bei Ihnen. Also das kann man hier einschalten. Ich gehe ganz kurz zum EduPool, wir haben genug Zeit. Und da ist eine ganze große Bibliothek mit vielen Filmbildern, was noch. Und ich kann einfach etwas auswählen und dann es geht in its learning. Ich muss das irgendwo klicken. Natürlich, ich sehe den Taste nicht. Es gibt eine grüne, orange Taste, die ich aufklicken muss. Vielleicht heute, oder ist das nicht bei dieser Version? Ja, ich bin wie gesagt auf einer Demo-Seite. Ich weiß nicht, wie es alles eingerichtet ist. Also man kann die Vorschau sehen und dann die Videos sehen. Und das kann man einfach hier einbetten durch den Puzzle-Zeichen. Aber der letzte Ding in 2 Minuten ist dieser Quellcode. Das kann man nutzen für Learning Apps, Quizlet, Padlet und solche Sachen. Gehe kurz zum Learning Apps. Ich habe ein Spiel hier gefunden. Dieses Spiel kann man darauf klicken und das Wort finden. Ich denke, es ist sehen oder sowas, stehen wahrscheinlich. Diese Code hier oben brauche ich nicht, sondern ich brauche den Embed-Code hier unten. Diesen Iframe-Code brauche ich. Das kopiere ich, gehe zurück zu Mids Learning. Ich könnte es einfach hier einfügen, aber dann wird nichts passieren. Was ich brauche, ist dieser Bereich, der heißt Quellcode, hier auf der rechten Seite. Wenn ich das auswähle, alles ist grau und wieder einfüge den ganzen Code da und jetzt plötzlich sehe ich, dieses Spiel ist da, eingebettet in its learning. Widerstehen ist unser Wort, denke ich. Und dann es geht weiter zu dem nächsten Wort wahrscheinlich. Es gibt natürlich eine Menge von solchen Spiels, also das ist Learning Apps, das ist eine. Diese andere Seite, die ich habe früher gemacht, ist diese PHET-Seite. Dort kann man Physik und Chemie Aufgaben und Matheaufgaben finden. Die sind alle super und toll und man kann die auch einbetten durch diese Rich Text Editor. Also man sucht wieder den Teilen Option und man kann die hier den Embed Code bekommen und das braucht einen Iframe Code immer kopieren und das geht wie gesagt einfach leicht in its learning. Gut, unsere Zeit ist bald um. Gerne können Sie Fragen stellen. Und ich kann die gerne antworten. Ich kann auch hier bleiben für ein paar Minuten, aber erstmal, ich wollte die Kamera anschalten und Ihnen alle, oh, ich habe nicht gezeigt, wo alles die Rich Text Editor ist. Also, erstmal ist es in die Beschreibungsfeld. Klicke auf den kleinen Stift da und da finde ich den Rich Content Editor. Es ist in viele von den Tools von It's Learning, also den Arbeitsauftrag kennen Sie schon, also den Notiz haben wir gesehen, Seitenelement gibt es auch. Auch Aufgabe, Auftrag, Diskussionsforum. Auch in den Tests kann man den Rich Text Editor nutzen. Und auch wenn man gibt Feedback in den Arbeitsauftrag, ist es auch da. Gut. Also ich denke, wir haben alles gesehen, was ich Ihnen zeigen wollte. Und wie gesagt, die Zeit ist bald um. Ich würde gerade jetzt Ihnen alle bedanken, die Aufzeichnung schließen und dann gerne kann ich ein paar Minuten warten und Fragen antworten, falls die da sind. Also wie gesagt, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.